Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade auf Griefer Games und der YPack streamt gerade. Und ihr müsst wissen, wir verbessern ab und zu sowas wie zum Beispiel Erkennungssysteme für duplizierte Sachen bzw. Echtgeldhandel und sowas. Das ist gestern auch passiert und ich möchte heute mal mit dem Herrn Zwieback den YPack ein bisschen verarschen im Stream, denn wir moven ihn gleich einfach raus und sagen, dass da ein Fehler drin ist und dass wir so angepisst sind, dass wir ihn aus dem Team schmeißen wollen. Und da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wie gesagt, wir werden ihm einfach sagen, dass alle Truhen Design-Plugin da quasi bearbeitet hat, einfach gelöscht wurden. Also alle wertvollen Items wurden in dem Sinne gelöscht, sodass wir den Server einen nicht neu aufmachen können. Und ja, Zwieback, bist du da oder noch nicht? Ja, doch, ich bin da. Das wird witzig. Das wird richtig lustig. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich nicht so richtig glauben kann, dass er so einen Scheiß gebaut hat. Hat er natürlich auch nicht, wir behaupten das nur. Aber ja, wahrscheinlich wird das ein schöner Schock. Ich habe ihn vorhin schon angestupst übrigens, Zwieback, mit, ob er blöd ist und dass wir gleich mal reden müssen während des Streams. Er war sehr, sehr verwirrt im Stream und ich glaube, das wird auch lustig. Ich würde sagen, gehen wir mal, ja, wir gehen mal hoch zur Leitung. Okay. Wie sollen wir es machen, Zwieback? Ich move ihn einfach rein und dann geht's ab, oder? Ja, reinrufen und sagen, er soll mal den Stream unterbrechen. Dass, damit dem auch klar wird, dass es hier ernst ist. Okay, warte mal, ich mach mal ganz kurz hier seinen Stream auf. Gut, ich bin, glaube ich, ready, Zwieback. Ja, ich auch. Oh Gott, ich hab ein bisschen. Wir müssen uns gut anstellen, nicht, dass er das erkennt, okay? Puh, einmal das komplette Lachen raus. Ich bin ja eh auf Krawall gebürstet immer, also, das geht schon. Okay, wir machen das jetzt. Buddy was moved to your channel. Hi, ich streame gerade. Ist das dein verf***ter Ernst? Ja, unterbreche mal gerade den Stream. Ja, was ist der? Also ich streame gerade. Ja, mach aus jetzt. Ja, chill, warte. Das hier, fuck. Also, ich mute mich kurz, okay? Kann ich gleich weitermachen? Ist mir egal. Also das Ding ist... Warte, ich bin jetzt gemutet, ja. Das fällt aus. Eigentlich. Ja. Okay. Das Ding ist, wie kann man so dumm sein? Was für dumm sein? Weißt du, was im Forum gerade abgeht? Nein, hä? Ich bin am Stream, Mann! Ich werde per Telegram zugebombt und das von unseren größten Spielern, weil ihre Scheiß-Items aus den Truhen weg sind. Ich hab gestern ausdrücklich gefragt. Wir haben dich 80 Mal gefragt, ob du es getestet hast. Was? Also. Du meinst, da kann aber nichts wegbuggen. Also, du meinst das Typsystem. Da buggt auch nichts weg. Diese scheiß Kisten werden gelöscht. Die sollen gesperrt werden, wenn wertvolle Items drin sind. Jedes wertvolle Item aus der Truhe wird nicht beschlagnahmt, sondern es wird einfach gelöscht. Es bleibt nicht gesperrt, es ist einfach weg. Du hast gerade von Leuten, die tausende Euro investiert haben hier in den Server, einfach alles gelöscht. Na, das kann ich. Also, ich lösche. Ja, ich hab gar keinen Befehl drin, dass der gelöscht wird. Was schreist du denn hier rum? Ja, keine Ahnung, ich werde sie dumm angemacht in meinem Livestream. Ich habe mich jetzt gemutet, aber. Ich will Livestream. Also, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Also, Livestream ist wichtiger als der Server. Nein, das juckt doch jetzt keinen. Also, ist mir egal, der Livestream. Was ist das überhaupt für eine Reaktion? Wir haben dir gerade gesagt, dass du einfach alle Items gelöscht hast von Leuten, die viel haben auf dem Server. Das kann aber nicht sein, die sind alle weg. Guck in das scheiß Skript. Ich guck da jetzt rein. Es ist nicht eingebaut. Es wird nicht geklärt. Da steht Stack Remove, du Trottel. Nein, ich benutze ein Event, um dass sie nicht mehr darauf zugreifen können. Also das Inventory Click Event benutze ich und das Interact. Du hast es aus dem Git gezogen. Ich habe natürlich die aktuellste Version aus dem Git gezogen. Aber das Problem ist, dass dann. Hast du geguckt, dass das meine Version ist? Da kann jeder was drin ändern. Bitte, YPack, erzähl doch jetzt keine Kacke. Kann das sein, dass du einfach nur unfähig bist als Developer? Junge, ich hab das nicht eingebaut. Junge. Wo denn? Wo ist das denn weg? Wo ist das weg? Also, ich möchte. Also, was ist. Also, die Sache ist, wir haben Backups. Wir haben Backups und können das Ganze ausspielen. Ja, wir haben ein Backup von gestern. Die Leute, die heute Truhen gekauft haben, die sind sowas von angefressen. Und was ist mit den ganzen... Das verstehe ich auch. Ja, ganz ehrlich, wie kann man denn auf die ganze Zeit so behinderte Aussagen bringen? Du weißt ganz genau, dass wenn wir ein Backup einspielen müssen für den gesamten Scheiß-Server, dann dauert das locker mal 3 bis 7 Tage. Dann ist der Server 3 bis 7 Tage weg. Dann ist die Hälfte der Spieler auf dem Server einfach weg. Die haben dann keinen Bock mehr zu zocken.
Was laberst du für einen Dreck? Ich dachte, eingebaut, ganz ehrlich, du bist ein Scheiß. Abge, ich schwöre, ich hab das nicht eingebaut! Du bist die schlechteste Dev-Leitung, die wir hier je hatten. Hast du mir gerade das. Ja, einen Dreck kannst du tun hier. Ich hab das nicht eingebaut! Du hast verkackt. Ja, wer denn sonst? Was der Heilige Geist? Und deine Lösungsvorschläge sind einfach nur Scheiße. Ich guck jetzt im Git, warte, ich guck jetzt. Was für. Ich guck jetzt im Git. Alter, also wenn das irgendjemand anders da hochgeladen hat, dann. Ja, es war der Heilige Geist. Ah, Zwieback, Alter, was willst du jetzt eigentlich von mir? Du hast doch nicht mehr zugebracht. Wir haben dich 80 Mal gefragt, ob du so gemacht hast, dass nichts passieren kann. Junge, ich hab schon Programmierer angeleitet, da warst du noch nicht mal, da warst du noch flüssig. Das kann ja sein, aber trotzdem hast du noch keine Ahnung. Also warte kurz, zeig mir bitte, wo das passiert ist. Ich kann zumindest unterscheiden, ob eine Kiste gesperrt wird oder ob eine Kiste gelöscht wird. Das kann ich auch unterscheiden. Ich bin doch nicht geistig behindert, Mann. Ja, das frage ich mich gerade anscheinend. Ich habe im Code geschrieben, ich habe nirgendwo Item Stack Remove geschrieben. Ja, wer war's denn sonst? Deine Mutter? Ich kann nicht mehr im Git nachgucken. Du kannst dich verpissen. So, ich glaube, das war's. Unglaublich so eine Aktion. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Halt doch einmal. Also jetzt ganz im Ernst. Was hast du mir jetzt gerade damit zu tun? Man sieht ja, was für ein Interesse du am Server hast, dass du noch nicht mal deinen beschissenen Stream unterbrichst. Ich hab den Stream deaktiviert dafür, dass wir das jetzt gerne fixen können. Ich kann ihn auch gleich ausmachen. Ja, sehr toll. Sehr toll. Also jetzt, warte ganz kurz. Wir müssen jetzt den Server ausschalten. Du musst überhaupt nichts mehr tun. Du hast es offenbar nicht verstanden. Wir haben dich 80 Mal gefragt, ob kein Bug ist. Und es ist wieder ein Bug in einem deiner Plugins. Was für wieder? Und diesmal hast du dafür gesorgt, dass einfach alle Leute, die viel hier in den Servern gesteckt haben, ihre wertvollen Sachen verloren haben. Auf allen City Builds. Das Forum brennt. Du bist raus, Vipex. Jedes Mal diese dumme Aussage. Das kann nicht sein, ich hab das nicht gemacht. Deine Lösung ist beschissene Aussage. Es wird, nee, das ist fehlerfrei, das funktioniert. Das hatten wir vor einem halben Jahr schon, genau das Theater. Da haben wir noch nachgefragt, sollen wir es am nächsten Tag hochladen? Nee, ist alles fehlerfrei. Am nächsten Tag hat jemand die Kacke am Digga, das kann ja nicht sein! Mann, bist du ein Kind? Bist du ein Trott? Was machst du da überhaupt? Ja, was? Was ist jetzt los? Was ist in deinem Zimmer rum? Was ist denn jetzt passiert? Sehe ich nur noch diese beschissene Tür. Da hat man doch kein Greenscreen. Komplett am Ausrasten. Aber wenn die Facecam nicht ausgemacht ist, selbst Stream ist ja doof. Es geht nicht! Es kann nicht sein, dass die. Warte mal, Abge hat sich nicht gemutet. Oh mein Gott, okay. Oh Gott. Jetzt geht's richtig ab. Was macht. Rypex, hallo. Es kann nicht sein, dass diese Scheiße geht. Hallo, Kopfhörer? Hat er die Kopfhörer auf? Weiß nicht, aber Kopfhörer. Hallo? Ich hab jetzt Kopfhörer jetzt auf. Was ist? Das kann nicht sein. Ich hab das da nicht reinprogrammiert. Ich hab kein Clear gemacht. Sehr schön. Trottel. Was lacht ihr so dumm? Digga, der Server muss jetzt offline geschaltet werden wegen mir. Ja. Nein. Du bist so sorgsam in deiner Programmierung, dass du nicht mal schaffst, deinen verdammten Stream zu muten. Du hast es die ganze Zeit gehört. Oh, ist das peinlich. Oh, ist Gott. Das peinlich, mein Fax? Ich glaube, jetzt den Depp-Prefix hast du noch länger. Warte, was? Ey, Digga, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Hallo, bleib mal da. Ist das peinlich? Hat's immer noch nicht gemerkt. Wo geht er jetzt hin? Der ganze Chat lacht ihn gerade aus. Der ganze Chat. Hashtag Depp. Jeder lacht. Deppelopa on Tour. Deppelopa. Oh mein Gott. Okay. Deppelopa on Tour. Ja. Also nicht, was daran lustig ist. Also selbst Depp-X. Wenn ich jetzt den Stream nicht gemacht habe, also den Stream nicht offline geschaltet habe, ist der Server trotzdem down. Das wirst du schon. Ja, ja. Also ihr könnt doch jetzt gerne über mich lustig machen, nur weil ich jetzt den Rang nicht mehr Nein, habe. Du könntest auch mal nachdenken, warum wir dich gerade auslachen. Das. Der Prank war richtig gut. Ich glaube, ihn hat es gerade die Nerven gekillt, weil er einfach noch live war. Ich habe meine Tastatur kaputt gemacht wegen euch. Ey, das muss ich mir nachher mal angucken, was er hier getan hat. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Oh mein Gott. Ja, Freunde, ich hoffe, euch gefällt die Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Und das war's jetzt mit diesem Video, würde ich sagen. Ja, denkt bitte an Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Digga, die Tastatur ist Schrott, Mann. Vipex, du hast es ja nicht mehr geschafft, sie durchzubrechen. Der schimpft immer noch. Hier, so hast du deine Tastatur. Oh mein Gott. Ja.
Erinnert mich irgendwie an meinen alten Chihuahua, der hat auch mal so gekläfft und ist am Durchgang gewesen. Das ist halt echt nicht lustig, Alter. Ich weiß nicht, er ist halt komplett angepisst, er kann selber auch nicht drüber lachen jetzt. Aber wäre ich auch, wenn meine Tastatur kaputt wäre. Ja, jetzt kann sich vielleicht auch eine neue Tür holen, die ist ja so was Neues. Wir sind zu gemein, Zwieback. Schreibt mal Hashtag Mitleid in die Kommentare für den lieben Warpex. Ja. Oh mein Gott, er wirft dich fast durchs Zimmer. Alter. Oh mein Gott. Warpex, willst du noch was sagen? Nee, ich schalte meinen Stream aus. Dann ich wünsche dir noch einen schönen weiteren Stream, ja? Genau, viel ich Spaß noch. Ja. Ach komm, jetzt. Ach, bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss, Warpex. Oh Gott, das war echt. Ja, gut. Leute, checkt gerne den Warpex ab und schreibt dem Hashtag Mitleid rein oder den Zwieback und schreibt dem Hashtag Zwieback in die Kommentare. Jetzt muss der ganze Chat lacht ihn aus, ist so lustig. Ihr seht das hier gerade nicht in der Aufnahme, aber der ganze Chat lacht ihn aus. Alle und schreibt Mitleid Hashtag und Depp. Und Deppeloper. Oh mein Gott. Hashtag Deppeloper. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Haut rein, bis dann und ciao.